Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte in meinem Debattenbeitrag vor allen Dingen auf die Schwerpunktsetzung der sächsischen Naturschutzpolitik eingehen und dort insbesondere besprechen, inwieweit bei unserem Arten- und Biotopschutz in Sachsen Effizienz wirklich eine große Rolle spielt. Nach wie vor ist ein Großteil der Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht bzw. stark gefährdet. Das geht eindeutig aus einem Vergleich der roten Listen für die verschiedenen Arten aus den 90er Jahren und aus den 2000er Jahren hervor. Bei den meisten Arten gibt es leider keine Verbesserung des Gefährdungsgrades. Einige wenige Arten haben allerdings dramatische Bestandsveränderungen. Beispielhaft sei der Kiebitzbestand genannt. Die Brutpaare sind um 50% zurückgegangen seit Beginn der 90er Jahre. Bei den Rebhuhnbeständen ist es sogar ein Rückgang um 90%. Parallel dazu entwickeln sich die Ausgaben des Freistaates Sachsen für den Arten- und Biotopschutz positiv. Die beiden Hauptinstrumente, natürliches Erbe und ELA, aus denen der Großteil der Naturschutzmaßnahmen heute finanziert wird, bewegen sich im zweistelligen Millionenbereich. Man könnte konstatieren, dass trotz des jährlichen Einsatzes von Millionen Euro keine bzw. kaum eine Verbesserung des Artenbestandes stattfindet. Das scheint auf den ersten Blick nicht effizient zu sein. Die wichtigsten Gründe für das fortgesetzte Artensterben sind aus meiner Sicht zum einen die moderne Landwirtschaft durch den regelmäßigen Einsatz von Insektiziden und Herbiziden. Wie er zur modernen Landwirtschaft gehört, reduziert sich die Artenvielfalt auf den bewirtschafteten Flächen extrem. Dazu kommen große Schläge, ein Rückgang von Feldgehölzen und ein Rückgang auch von Grünlandbeständen, gerade im Zusammenhang mit dem Energiepflanzenanbau. Ein zweiter wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, dass der Freistaat seit 25 Jahren beim Naturschutz den Schwerpunkt auf Pflegemaßnahmen setzt, statt auf Wildnisflächen. Der überwiegende Teil der geförderten Naturschutzmaßnahmen schafft leider keine bleibenden Werte, sondern erhält mit großem Aufwand auf vielen Flächen Kulturbiotope, die ohne diese Maßnahmen eine andere natürliche Vegetation hätten. Eines der Hauptfinanzierungsinstrumente für den Naturschutz in Sachsen sind die Agrarumweltmaßnahmen innerhalb des ELA-Fonds, des Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Diese Maßnahmen richten sich richtigerweise an Landwirte und Grundstückseigentümer, denn diese besitzen ja die Flächen, auf denen Naturschutz stattfinden kann und soll. Agrarumweltmaßnahmen werden inzwischen auf 40% der landesweiten landwirtschaftlichen Nutzflächen umgesetzt. Der Schwerpunkt der Agrarumweltmaßnahmen allerdings ist die jährliche Subventionierung von bestimmten Bewirtschaftungsformen. Beispiele wären eine späte Schnittnutzung von Grünland, Blühsaatmischungen, überwinternde Stoppeln, ein- und mehrjährige Brachen oder als eine besondere Maßnahme die Biotoppflegemaat mit besonderer Erschwernis. Ich sage dieses Beispiel deshalb, weil für diese Biotoppflegemaat mit besonderer Erschwernis jährlich 5.000 Euro pro Hektar gezahlt werden und das jedes Jahr. Die meisten dieser erschwerten Flächen sind wirtschaftlich uninteressant und kosten nicht einmal so viel, wie dieser jährliche Zuschuss kostet. Alle diese Maßnahmen sind nicht nachhaltig, da die positiven Effekte, die sie bringen, verschwinden, sobald die Subvention eingestellt wird. Ich würde das Konsum nennen, das Geld ist weg und man hat nichts Bleibendes geschaffen. Investitionen in Naturschutzflächen passieren kaum. Der Freistaat stellt keine subventionellen Mittel für den Flächenerwerb zur Verfügung. Wir hatten das ja auch kürzlich in der Haushaltsdebatte mit den Anträgen der Grünen und der Linken. Die wenigen kleinen Ansätze für echte bleibende Naturschutzinvestitionen werden leider auch stiefmütterlich behandelt. Zu nennen wäre das Aufforstungsprogramm, was in den 90er Jahren noch finanziell attraktiv ausgestattet war, sodass Grundstückseigentümer sich für die Aufforstung entschieden. Die Fördersätze dafür sind zurückgefahren worden, sodass heute kaum noch Aufforstung privat stattfindet. Ein zweites Beispiel wäre die Anlage von Feldgehölzen, ebenfalls bleibende Biotopstrukturen. In der letzten EU-Förderperiode waren die Fördersätze für die Anlage von Feldgehölzen auskömmlich, dass die Maßnahmen, obwohl sie neu waren, wurden gern und intensiv angenommen. In der neuen Förderperiode, in der jetzt laufenden, sind die Fördersätze reduziert. Man muss davon ausgehen, dass diese Maßnahmen nicht mehr den Zuspruch finden wie bisher. Unangenehm ist das vor allem deshalb, weil solche Maßnahmen zu dauerhaften natürlichen Biotopstrukturen führen, die auch ohne Dauersubventionierung erhalten bleiben und wirksam im Sinne des Naturschutzes sind.
Ein dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist auch die schlechte Zuverlässigkeit der sächsischen Naturschutzpolitik. Auch das möchte ich mit zwei Beispielen belegen. Die Acker-Umweltmaßnahme Ackerbrache wurde in der letzten Förderperiode angeboten, wurde von Landwirten in Anspruch genommen. Zum Ende der Förderperiode gab es ein Gerichtsurteil auf europäischer Ebene, das besagte, dass Brachflächen nach 5 Jahren Brache automatisch zu Grünland werden. Bitte zum Ende kommen. Das hat für große Verunsicherung geführt. Ich gehe jetzt nicht auf weitere Maßnahmen ein, aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich die Akteure, die am Naturschutz mitwirken wollen, sich darauf verlassen können, dass das, was über die Förderprogramme von der Politik angeboten wird, heute noch gilt, so wie es gestern versprochen worden ist. Bitte zum Ende kommen. Danke.